Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 56. Das ist der Antrag der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 205738. Das ist der Setzpunkt der CDU, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor jeglicher Gewalt. Ich darf der Fraktionsvorsitzende der CDU, Frau Kollegin Ines Claus, das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Zeiten von Corona haben wir uns allen viel zugemutet, insbesondere aber den Kindern und Jugendlichen. Umso erfreulicher ist es, dass die sinkenden Infektionszahlen jetzt die Möglichkeiten von Öffnungsschritten und somit von Perspektiven für die Kinder und Jugendlichen geben und für Entlastung der Eltern. Aber das gilt leider nicht für alle, denn es gibt in unserem Land viele Kinder, bekannt oder unbekannt, mit einem großen Schatten auf der Seele. Durchschnittlich wurden schon vor der Krise 43 Kinder tagtäglich Opfer von sexueller Gewalt. Und diese Flecken, die anderen einem auf die Seele schreiben, die wird man schwer oder gar nicht mehr los. Deswegen ist der Kinderschutz schon seit jeher auf unserer Agenda. Und Kinder zu schützen, ist unser aller Auftrag und Verpflichtung. Und der Antrag passt auch in die Zeit, denn am 1. Mai sind neue Regelungen zum Medienschutz in Kraft getreten, die gerade jetzt so wichtig sind, weil Kinder und Jugendliche in der Pandemie noch mehr Zeit am Handy oder am Computer verbringen. Das ist ein ganz wichtiges Projekt der Bundesregierung, das jetzt umgesetzt wurde. Und einen weiteren guten Anlass gibt es, über dieses Thema zu sprechen. Als wir uns überlegt haben, dieses zum Setzpunkt zu erheben, platzte die Nachricht herein, dass unsere Zentralstelle für Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität das größte kinderpornografische Netzwerk zerschlagen konnte, gemeinsam mit dem BKA zusammen. Das waren über 400.000 Nutzer in diesem abscheulichen Netzwerk. Bei einem Nutzer wurden über 3.500 Beiträge sichergestellt. Das ist widerlich und ekelhaft. Und mit diesem Ermittlungserfolg reiht sich die Arbeit der ZIT ein, in den Bereichen der Zerschlagung von Emotet und Elysium, ein weiteres pädophilen Netzwerk. Und somit hat die ZIT ihr Können unter Beweis gestellt. Und ich will allen Ermittlern ein herzliches Dankeschön dafür sagen. Wir haben uns als Fraktion häufig mit den Verantwortlichen und mit den Ermittlern unterhalten, und da kommen immer zwei Punkte zur Sprache. Zum einen die hohe emotionale Belastung, sich tagtäglich mit diesen Bildern und mit Tönen auseinanderzusetzen, und die Vorratsdatenspeicherung, soll heißen die Rechtsgrundlagen. Denn die Frage ist, wie lange muss man diesen Dreck am Netz lassen, um Beweise zu sichern. Denn wenn sich der Täter ausloggt, sind die Beweise weg. Und insoweit ist es ein ganz wichtiges Anliegen von uns, dass wir in Deutschland hier auch weiterkommen, weil ein Großteil der Ermittlungserfolge hat nur stattgefunden, weil es gute Kontakte zu anderen Staaten gab, die diese Beweise gesichert haben. Und insoweit geht es darum, auch nach der Bundestagswahl hier die richtigen Weichen zu stellen. Und deshalb, weil das Thema aus Hessen immer wieder vorangetrieben wird, will ich auch ein herzliches Dankeschön an die hessische Justizministerin und ihrem Team sagen. Ich will ebenso Respekt zollen, denn seit Jahren treibt sie diese Entwicklung maßgeblich voran. Es war die
rechtliche Möglichkeit zur Übernahme von entsprechenden Plattformen zur Sicherung von Beweismitteln, ebenso wie die Strafbarkeit, die sogar die Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings oder auch die Heraufsetzung des Strafrahmens für den sexuellen Missbrauch von Kindern. Das sind nur einige Beispiele, die aus Hessen immer wichtige Impulse gesetzt haben. Aber es ist eben nicht nur das Internet. Die Zahl der vollendeten Misshandlungen von Kindern pendelt seit Jahren in Deutschland um die 4.000. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere entsprechenden Aktionspläne jetzt fortschreiben und überarbeiten und gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie uns mit der Ausnahmesituation der Familien auseinandersetzen. Denn, und wir haben es eben in der Debatte schon gehört, Kinder in der Krise, das darf keine Diagnose werden. Wir haben alle gemeinsam durch die Pandemie hinweg versucht, einen besonderen Blick auf die Kinder und auf die Jugendlichen zu nehmen. Aber trotzdem wird diese Pandemie, und das ist unstreitig, noch lange Auswirkungen haben auf unsere Gesellschaft und nicht nur auf die Wirtschaft. Denn der Deutsche Jugend- und Kinderhilfetag, der seit gestern digital zusammengekommen ist, wird sich genau diesen Folgen widmen, den Folgen für die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie. Viele werden natürlich auch Lernrückstände haben. Dazu hat der Kultusminister gestern ein Programm vorgestellt. Und ich glaube, ohne dass ich das kleinreden möchte, aber dieses Problem werden wir lösen. Wie viele Kinder aber lange psychische Schäden und Folgen von der Krise haben, das kann, und das hat der Sozialminister eben gerade auch gesagt, noch niemand absehen. Und deswegen werden wir einen besonderen Blick darauf werfen. In den Aktionsplänen, in den Schulen und vor allen Dingen auch bei den Therapeuten. Und auch Ihnen will ich an dieser Stelle mal für Ihre Arbeit herzlich Danke sagen. Außerdem will ich mal unterstreichen, wie wichtig es war, im Jahr 2008 die U-Untersuchung verpflichtend zu machen, damit man da im wahrsten Sinne des Wortes die Verletzungen auch sichtbar machen kann. In unserem Antrag und in anderen verschiedenen Kleinen Anfragen der letzten Wochen sind zahlreiche weitere Maßnahmen und Projekte aus dem Sozialministerium ausgeführt, insbesondere auch die Erhöhung des Zuschusses an die Kinderschutzambulanz oder eben weitere Förderung für Initiativen in diesem Bereich. Wie Sie hören, wir haben viele ressortübergreifende Programme, und allen beteiligten Ressorts sei da ein Danke für gesagt. Lassen Sie mich deswegen auch einen Satz zu unserer Sondereinheit aus 130 hochmotivierten Ermittlern der BAO Focus sagen, die sich ausschließlich der Verfolgung von Sexualstraftätern widmet und die weltweite Fahndung gegen Kinderpornografie unterstützen. Allein im ersten halben Jahr 600 Durchsuchungsbeschlüsse und 12 Haftbefehle. Diese Zahl spricht auch für sich. Diese Arbeit hat in Hessen höchste Priorität, und deswegen gilt auch mein Dank dem Innenminister, nicht nur für die BAO, sondern auch für den ganzen Werkzeugkasten, den er an der Stelle bereithält. Und das ist so wichtig, denn vielleicht haben Sie es gesehen, es gab zuletzt eine Reportage im Fernsehen, da haben sich jung anmutende Schauspieler in sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Knuddels oder eBay angemeldet, um einfach Freunde zu finden oder sich als Babysitter zu bewerben. Kurze Zeit danach kamen Chatnachrichten und noch kürzere Zeit danach kamen widerwärtige Bilder. Da schrillen bei mir als Mutter alle Alarmglocken. Und deswegen will ich unterstreichen, ja, das Internet birgt immense Vorteile, aber ebenso auch große Gefahren für unsere Kinder. Und deswegen müssen wir an Kitas und an Schulen unsere Jüngsten, wie es heutzutage heißt, resilient machen gegen diese Gefahren. Wir müssen alles gesamtgesellschaftlich dafür tun, dass sexualisierte Gewalt genauso wenig wie Hassreden, Intoleranz und Mobbing zum Alltag unserer Kinder werden. Dazu gab es auch bereits Konzepte und umfangreiche Beteiligungen, denn seit 2017 ist Hessen beispielsweise an der Kampagne Schule gegen sexuelle Gewalt dabei, und auch diese Schutzkonzepte sollen nun im Schulgesetz verankert werden, Fortbildungsmaßnahmen weiterentwickelt und
ausgebaut werden. Und vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, einen Aktionstag zu machen, um über die Gefahren von Cybergrooming aufzuklären. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss noch einmal zurückkommen zu denjenigen Kindern, die einen langen Schatten auf der Seele haben, und meinen Dank an all jene richten, die sich um diese Kinder kümmern. Und da möchte ich insbesondere mal die Pflegeeltern erwähnen. Diese kommen häufig in den Debatten zu kurz. Aber sie sind es, die ihr Familienleben öffnen für die Schwächsten in unserer Gesellschaft und die Liebe und Schutz geben. Ich selbst habe einen kleinen Freund vor 3 Jahren in Stockstadt am Rhein kennenlernen dürfen, der ein Pflegekind zum Glück geworden ist, der nun eine Familie hat, die ihn liebt und Schutz gibt. Und ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, danke für diese Herzenswärme. Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Meine Damen und Herren, Kinder sind unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Jedes Kind hat eine unbeschwerte Kindheit ohne Missbrauch, Gewalt und Zwang verdient. Das ist unser Ziel. Daran arbeiten wir gestern, heute und auch in Zukunft. Denn das ist das Versprechen an die Jüngsten in unserer Gesellschaft, dass wir uns daran kümmern. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Klaus. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Schardt-Sauer für die Fraktion der Freien Demokraten. Werter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag von CDU und GRÜNEN verfolgt ein Ziel, das uns sicher allen am Herzen liegt, der Schutz von Kindern vor Kindeswohlgefährdung. Sexualisierte Gewalt ist eine der schlimmsten Taten, die gegen Kinder und Jugendliche begangen werden können. Wir verurteilen jede Form von Gewalt, sei sie psychisch oder physischer Art. Wir Freie Demokraten unterstützen deswegen den Kampf zum Schutz von Kindern und das Vorgehen gegen Kindeswohlgefährdung. Der umfassende Schutz der Kinder muss für uns alle an oberster Stelle stehen. Denn eines ist auch klar, wenn das Strafrecht, die Ermittlungserfolge, die Daten sprechen, dann ist es schon bereits zu spät, weil dann sind die Schatten da. Sage ich einleitend zu unserer Herangehensweise, weil es ist ein sehr vielschichtiges Thema und uns Freien Demokraten ist sehr an dem fachlichen Austausch. Es gibt viele Akteure in diesem Bereich. Frau Kollegin Klaus hat ein paar im Ermittlungsbereich angesprochen. Es gibt aber sehr viel mehr Akteure und Experten noch in diesem Bereich. Nehmen wir nur mal den Bereich Weißer Ring, Kinderschutzbund, medizinische Aspekte, physische Aspekte. In diesem Bereich haben wir Freien Demokraten dieser Legislatur Initiativen auf den Weg gebracht, um uns einfach mal schlicht sachkundig zu machen. Wie es dort aussieht, was es auch im Bereich der Forschung gibt in diesem Segment. Wie laufen dann die Gerichtsverfahren? Das ist, wie gesagt, das ist ja eine sehr lange Geschichte, wenn der Schatten sich gesenkt hat. Wir begrüßen es sehr, dass dieses wichtige Thema, dieses traurige Thema, nun auf den Weg auf die Tagesordnung gefunden hat. Allerdings bleiben nach unserer Einschätzung, nach dem Antrag von CDU und GRÜNE, wichtige Fragen offen, und einige Punkte stoßen bei uns auch auf Unverständnis. Zum einen, wir kennen das ja von den Anträgen, spart die Landesregierung nicht an Selbstlob und erwähnt Statistiken, türmt Lobberge auf. Vor allen Dingen werden aber wieder Maßnahmen angekündigt. Und ich weiß nicht, dieser Ankündigungsmodus, den wir in anderen Bereichen, ich tue mir fast schwer mit dem Wort Ankündigungsministerin, wir finden, er kommt der Tragweite der Thematik, wird er nicht gerecht. Applaus
So wird eine landesweit agierende Koordinierungsstelle angekündigt zur Sicherung eines landesweiten Beratungsnetzwerkes. Daneben gäbe es Vorbereitungen zur Etablierung eines Childhood-Hauses in Hessen. Und auf Bundesebene soll sich darüber hinaus weiter angesetzt werden, die Instrumente der Strafverfolgung weiter zu verbessern. Wir Freie Demokraten haben konkretere Forderungen, konkretere Vorstellungen, um dem allgemein anerkannten Ziel, Kindesmissbrauch zu verhindern und effektiv zu verfolgen, gerecht zu werden. Die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit, gerade die Erkenntnisse auch aus NRW, den dortigen Aktionen, legen die Annahme nahe, dass zum Beispiel durch präventive Maßnahmen wie zum Beispiel Schulung, Qualifikation, Aufklärung und Achtsamkeit Taten deutlich früher verhindert werden können. Und es ist eine vielschichtige Thematik, bei der der Ruf allein nach Strafrahmenerhöhung das Problem nicht löst. So ist mit das größte Problem, wenn sich mit den Akteuren dort austauschen bei sexueller Gewalt und aus Angaben der Wissenschaft gegen Kinder, die Geheimhaltung und das Weggucken der Gesellschaft. Ein Kind muss danach im Schnitt 7 Erwachsene kontaktieren, bis zugehört und geglaubt wird. Das Aufdecken der Fälle des schweren Kindesmissbrauchs macht Präventions-, Früherkennungs- und Strafermittlungsmaßnahmen notwendig. Das ist ein Bündel, ein Strauß. Wir müssen weiter aktiv sein und uns fragen, was können wir konkret tun, wie können wir präventiv tätig werden und wenn die Kindeswohlgefährdung nicht verhindert werden kann, wie kann man Opfern geholfen werden? Ist ja fast schon ein Bogen zu dem ersten Thema, was wir heute hier schon debattiert haben. Wir sind der Auffassung, dass die Maßnahmen der Landesregierung weitergedacht und konkreter gemacht werden müssen. Zum einen, das mal zum Antrag jetzt konkret, werden die Täter in diesem Antrag mit keinem Wort erwähnt. Nur ich kann bei einem Delikt, so widerwärtig, ich glaube, uns allen das auch ist, kann ich das nicht ausblenden. Es gehört zum ganzheitlichen Konzept, zum Kinderschutz, auch die Frage der Therapie und damit der Vermeidung der Tat und welche Angebote es gibt. Diese Fragestellung vermissen wir zum Beispiel komplett, und da hat sich in der Wissenschaft einiges getan. Es werden weitere Fragen zum Kinderschutz bleiben offen. Wird es zusätzliche Kinderschutzambulanzen geben? Was heißt die Erhöhung des Zuschusses? Wenn ja, wo werden diese aufgebaut? Was steht auf der Agenda der Landesregierung? Wir halten es für sachdienlich, dass die Ministerin sich Experten und Praktiker an den Tisch holt. Vorschlag, ein runder Tisch mit Praktikern aus dem ganzen Umfeld, nicht nur in Anführungszeichen Strafverfolgung, nicht nur das Netz, Kindeswohlmissbrauch, ist leider ein gesamtes Phänomen. Das sind geeignete Mittel, um Wissen aus der Praxis abzurufen und vor allen Dingen den Worten auch Taten folgen zu lassen. Wir fordern ein energischeres Vorgehen gegen Kindesmissbrauch und die Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften durch wiederum präventive Maßnahmen. Und da möchten wir den Fokus auf die Jugendämter, die Kitas, die Schulen, die Familiengerichte lenken. Der Allgemeine Soziale Dienst der Jugendämter hat seit Jahren mit Personalknappheit zu kämpfen. Dieser leistet einen sehr wichtigen, ich glaube, das wissen wir alle von unseren Erfahrungen vor Ort in den Kreisen, einen sehr wichtigen Beitrag zur Überprüfung. Und wieder, 7 Erwachsene, wie schlimm. Oder vielleicht finde ich nie einen, der mir glaubt. Zur Überprüfung der Kindeswohlgefährdung. Laut einer von 2016 bis 2018 geführten Studie der Hochschule Koblenz würden Vollzeitmitarbeiter meistens bis zu 100 Fälle dieser schlimmen Dramatik betreuen. Aus praktischer Sicht eine viel zu hohe Zahl. Weiter ist es notwendig, die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Beschäftigten im sozialpädagogischen Dienst zu verbessern. Das ist eine enorme Belastung. Es braucht spezielle Teams für diese speziellen Delikte. Mitarbeiter mit einer Ausbildung und Fortbildung zur Früherkennung von Missbrauchsverfällen, deren Kompetenz, die Entdeckung von Gefährdungslagen, permanent zu schulen, aber auch Supervisionen anzubieten. Und vor allen Dingen wieder, ich sage 7 Erwachsene ansprechen, im Bereich der Kitas und Schulen tätig sein.
Kinder verbringen einen Großteil ihres Alltags in der Schule, stehen im Kontakt zu den Akteuren. Dem Lehrpersonal müssen Angebote zur Fortbildung in diesem Bereich, zur Fortbildung, unterbreitet werden. Und im Bereich der frühkindlichen Bildung von Kitas spielt es eine Schlüsselrolle, sachgerecht, es kann ja in viele Richtungen pendeln, damit umzugehen. Und das Gleiche gilt für Sportvereine. Einfach ein Instrumentarium zur Verfügung stellen, um permanent weiterzuentwickeln, dass es selbstverständlich ist. Ebenso die Gerichte. Es bedarf Fortbildungsmöglichkeiten für Familienrichter. Die Gesellschaft hat sich in diesen Bereichen verändert, und auch durch die Digitalisierung der Justiz sind dort wiederum andere Herausforderungen für auch Frage der Vernehmung, wie gehe ich mit Aussagen um. Die komplexen Kinderschutzverfahren benötigen die bestmöglich ausgebildeten Richter. Ich glaube, das ist auch unstrittig. Aber auch da muss sich konkret etwas tun. Auch die Vernehmungsmöglichkeiten, wir hatten auch entsprechend nachgefragt, das ist nicht an allen Gerichten gewährleistet. Ich glaube, das braucht sich keiner vorstellen, was für schlimme Situationen das für die Kinder sind und dass da alles stimmen muss drumherum. Und das sollte ein konkretes Ziel sein und sind eigentlich keine hohen Barrieren. Bundesweit gibt es das Projekt, das Präventionsprojekt Kein Täter werden. Wird sehr aus der Wissenschaft, ich habe das eben angesprochen, wir müssen diesen Aspekt Täter, Anlaufstelle für pädophile Menschen. Die beste Möglichkeit ist, dass die Tat nicht kommt. Und wir müssen alles tun, und das gehört auch, diese Projekte zu unterstützen. Und wie gesagt, interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen, was dort von den Akteuren bundesweit, gerade übrigens sehr interessante Einlassung aus NRW. Ein wichtiges, ich glaube, es gilt aber für uns alle, ein trauriges, ein erschütterndes Thema unserer Gesellschaft. Aber wir sollten versuchen, gerade weil dort dieses Bild von dem Schatten, dass da nicht nur der Schatten ist, sondern dass entweder der Schatten nicht kommt oder irgendwie möglichst gut verdrängen, praktische Maßnahmen anzugehen, praktische Umsetzungsschritte. Der Antrag von CDU und Grünen ist uns dazu allgemein. Wir glauben, es gibt sehr viel im Bereich der Wissenschaft. Wir könnten es konkreter machen. Und diesen Bereich, diese Reform, diese Strafrahmen sind ein Schritt. Aber es muss jetzt Konkreteres auch folgen. Man könnte das Bündeln, dieser Austausch an einem runden Tisch, das wäre unser konkreter Vorschlag dazu, meinen wir, wäre sachdienlich, um sozusagen die Schatten etwas einzudämmen. Wir werden es aber bei diesem zu allgemein gehaltenen Antrag vor den erläuterten Hintergründen enthalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächste Rednerin ist die Abg. Lisa Knadl für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Aufgaben, die der Staat zu erfüllen hat. Jede Form von Gewalt gegen die körperliche, psychische und sexuelle Integrität von Kindern und Jugendlichen ist abscheulich. Kindesmisshandlungen und Gewalt gegen Kinder sind wirklich die schwersten und schlimmsten Verbrechen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und sie haben verheerende Folgen für die betroffenen Kinder, die sie meist ein Leben lang begleiten. Jeder Fall von Kindesmissbrauch ist deshalb ein Fall zu viel. In der UN-Kinderrechtskonvention ist das Recht des Kindes auf Schutz vor jeder Form von Gewalt verankert. Wir müssen auf allen staatlichen Ebenen alles dafür tun, diesen staatlichen Schutzauftrag zu erfüllen, damit Kinder und Jugendliche gewaltfrei aufwachsen können. Darauf haben alle Heranwachsenden einen Anspruch. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass die Rechte der Kinder und Jugendlichen weiter gestärkt werden
Und ich hoffe sehr, dass es noch in dieser Legislaturperiode auch im Bundestag am Ende gelingen wird, auch die schon seit rund 30 Jahren lange Diskussion, die Kinderrechte angemessen auch im Grundgesetz zu verankern, dass das tatsächlich noch in dieser Legislaturperiode in diesem Jahr passiert. Zurzeit wird da auf Bundesebene ja der Entwurf beraten, und die Einbringung des Gesetzentwurfs drohte leider bis zuletzt auch am Widerstand der Union zu scheitern. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen jetzt die Chance nutzen, damit es zu dieser Grundgesetzänderung kommt und dafür eine Zweidrittelmehrheit auch zustande kommt. Und ich hoffe, dass sich da alle Beteiligten im Bundestag und auch im Bundesrat konstruktiv da an einem tragfähigen Kompromiss auch arbeiten und diese Chance, die wir jetzt haben, nicht verspielen. Ein grundgesetzlich verankerter Anspruch auf Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen setzt ein wichtiges Zeichen, die Interessen und Bedürfnisse von Heranwachsenden und noch mehr bei allem staatlichen Handeln zu berücksichtigen. Grundsätzlich hat sich ja in den vergangenen Jahrzehnten die Situation auch von Kindern in Deutschland verbessert, z.B. durch die gesetzliche Verankerung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung im Jahr 2000, die dazu auch geführt hat, dass es sicherlich auch die Einstellung zu Gewalt in der Erziehung sich verändert. Der präventive Kinderschutz leistet mit den Netzwerken zu frühen Hilfen und die psychosoziale Unterstützung von Familien einen wichtigen Beitrag. Auch in Hessen existieren wichtige Strukturen, die Missbrauchsfälle verhindern und Kinder schützen. Mögliche Zeichen für Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellen Missbrauch müssen frühzeitig erkannt und entsprechend auch den Kindern und Jugendlichen schnell geholfen werden. Präventive Maßnahmen wurden auf allen Ebenen ausgebaut, um Gewalt zu verhindern. Und dadurch ist sicherlich auch das Bewusstsein in der Gesellschaft, in den Institutionen auch gewachsen, stärker hinzuschauen und Kindern auch frühzeitig zu helfen. Das ist wichtig und das ist gut. Viele der Taten spielen sich ja nach wie vor im Verborgenen ab. In Institutionen, die eigentlich Schutz bieten sollten, bei Freizeitaktivitäten, die eigentlich Spaß machen sollten. Und leider auch viel zu oft im familiären Umfeld, das doch eigentlich die Geborgenheit für ein gesundes Aufwachsen geben sollte. Und trotz all dieser Maßnahmen der vergangenen Jahre gibt es weiterhin Kindesmissbrauch und Kindesmisshandlung. Und deswegen muss aus unserer Sicht auch an den bisherigen Strukturen und Projekten weiter gearbeitet werden. Die müssen evaluiert werden und weitere Maßnahmen auch für einen besseren Kinderschutz und zum Wohle der Kinder entwickelt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau deshalb bin ich auch ziemlich irritiert über den Antrag, der von CDU und Grünen heute uns hier zu diesem Setzpunkt vorgelegt wird. Sie betonen, sie begrüßen, sie erkennen an, sie unterstreichen, sie halten fest, aber sie fordern nichts. Im Grunde genommen fallen sie damit hinter die Debatte, die wir schon 2019 hier im Hessischen Landtag geführt haben, zurück. In der haben wir als SPD-Fraktion auch einen eigenen, sehr umfangreichen Antrag zur Stärkung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen vor Missbrauch eingebracht, der sowohl das Erreichte gewürdigt hat, aber eben auch aufgezeigt hat, an welchen Stellen noch was getan werden muss. Und ich habe mir in Vorbereitung zu der heutigen Sitzung noch einmal das Ausschussprotokoll des Sozialpolitischen Ausschusses vom 22.08.2019 durchgelesen. Und im Grunde fordern Sie jetzt 2 Jahre nach dieser Debatte eigentlich nichts Neues, sondern beschreiben genau das, was Sie in der damaligen Ausschusssitzung erklärt und beschrieben haben. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist einfach zu wenig. Das einzige Neue, was Sie präsentieren, ist, dass zukünftig eine landesweit agierende Koordinierungsstelle mit dem paritätischen geben soll und dafür Mittel in den Haushalt 2021 eingestellt wurden. Das begrüßen wir ausdrücklich, aber es ist eben die einzige zukunftsweisende Maßnahme in diesem Antrag.
Und kein Wort in Ihrem Antrag, kein einziges Wort steht in Ihrem Antrag zur aktuellen Situation der Kinder und Jugendlichen in dieser Corona-Pandemie. Ich weiß gar nicht, also mir wäre es peinlich, heute so einen Antrag hier vorzulegen, ohne einen Blick auf die aktuelle Situation zu werfen. Es vermehren sich doch die Anzeichen, dass das Problem von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Pandemiezeiten vor allem im häuslichen Umfeld stark gestiegen ist, auch wenn uns noch nicht endgültige belastbare Zahlen aus dem letzten Jahr dazu vorliegen. So müssen doch die ersten Ergebnisse, die jetzt vorgelegt werden, und die Berichte auch aus den Fachberatungsstellen für uns alle alarmierend sein. Vor wenigen Tagen sagte der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes im Gespräch mit dem SWR, ich zitiere, alle Anzeichen, also schon fertige Landesstatistiken oder Statistiken von Kreis- und Polizeibehörden, zeigen in die Richtung, dass es mehr physische Gewalt gegeben hat. Außerdem zeichne sich eine Steigerung der psychischen Gewalt ab. Die Zahl der hilfesuchenden Eltern ist massiv gestiegen. Und auch aus einzelnen hessischen Landkreisen kenne ich Zahlen, wonach die Meldungen wegen eines Verdachts auf Kindeswohlgefährdung im Jahr 2020 um mehr als ein Drittel im Vergleich zu 2019 gestiegen sind, beispielsweise 30% mehr sogenannte Gefährdungsmeldungen etwa hat das Jugendamt im Schwalm-Eder-Kreis gemeldet und registriert. Ähnliche Zahlen kenne ich auch aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. In anderen Landkreisen zeichnet sich noch ein Bild ab, dass Zahlen stagnieren. Aber man sieht deutlich, dass es auch sehr regionale Unterschiede gibt. Und auch da müssen wir einen Blick hinwerfen, warum das so ist und woran das liegen könnte, und das analysieren, um dann entsprechend auch zu handeln. Und das hat sicherlich auch was mit dem großen Dunkelfeld zu tun. Schließlich waren Schulen, Kitas, Vereine, sämtliche Einrichtungen und Institutionen auch in der Freizeit über lange Strecken geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet. Und das heißt, dass die Möglichkeiten, auf Kindeswohlgefährdungen aufmerksam zu werden, einfach eingeschränkt waren. Und die Beratungsstellen rechnen deshalb in diesem Sommer und im Herbst mit der weiteren Öffnung dieser Einrichtungen, der Schulen, mit den Kitas, mit einem massiven Anstieg noch an Beratungsbedarfen. Kinder und Jugendliche haben jetzt wieder die Möglichkeit, auch in eine vertrauensvolle Beziehung zu Schulsozialarbeiterinnen, zu Lehrerinnen und Lehrern aufzubauen und fangen an, sich jetzt anzuvertrauen. Das heißt, die Zahlen werden noch massiv steigen. Und wir wissen das ja auch im Bereich der häuslichen Gewalt, das Wohnen auf beengtem Raum. Die Problemlagen in den Familien sind gestiegen. Und deswegen müssen wir da aus unserer Sicht jetzt den Blick hinwenden und das ernst nehmen. Der Kinderschutzbund Frankfurt hat berichtet, dass die Nummer gegen Kummer, die Zahl der Eltern, die Hilfe suchen, weil sie etwa ihr Kind geschlagen haben, seit Beginn der Pandemie um über 60% gestiegen ist. Auch das eine sehr alarmierende Zahl. Und aus dem Austausch mit den Beratungsstellen weiß ich, dass da auch deutlich die Beratungsfälle in die Höhe gestiegen sind und vor allen Dingen, dass auch mehr schwierige Fälle darunter sind, die einer intensiven Beratung bedürfen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, die Pandemiezeit verschärft noch die Situation für Kinder und Jugendliche. Wir müssen gegensteuern. Der Bund hat dafür jetzt auch ein Programm aufgelegt und gibt 1 Milliarde für allein diesen Bereich, auch der sozialen und psychischen Folgen der Pandemie für den Bereich der Kinder und Jugendlichen. Das ist wichtig, aber wir erwarten hier auch ein eigenes hessisches Maßnahmenpaket. Ruhen Sie sich nicht aus auf das, was vom Bund kommt, sondern handeln Sie selbst. Sie müssen zum Ende kommen, Frau Kollegin. Ich komme zum Schluss. Deswegen halten wir es auch für notwendig, dass endlich die Aktionspläne überarbeitet werden. Wir fordern das seit Jahren. Sie haben es nicht gemacht bisher. Es wäre eine Wohltat gewesen. Wir hätten heute über die neuen Landesaktionspläne uns austauschen können. Aber die kündigen Sie weiter nur in Ihrem Antrag an. Deswegen handeln Sie endlich, machen Sie was und vor allen Dingen nehmen Sie das, was im Moment an Zahlen an uns herangetragen wird, ernst und beharren Sie nicht auf dem Status quo. Ihr Antrag bleibt einfach hinter unseren Erwartungen und den Erwartungen auch der Fachwelt weit zurück. Vielen Dank, Frau Gnadl.
Nächste Rednerin ist die Abg. Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wir reden heute über ein ausgesprochen wichtiges Thema. Wald ist leider immer noch ein Bestandteil des Lebens vieler Kinder und Jugendlicher in diesem Land. Und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche hat viele Gesichter. Physische, psychische, sexualisierte, in der eigenen Familie, im Bekannten- und Freundeskreis, in der Schule, im Sportverein oder in stationären Einrichtungen. Ja, auch im Internet. Frau Klaus, Sie haben sich in Ihrer Rede weitgehend und vorwiegend mit der Strafverfolgung im Internet beschäftigt. Mich hat das sehr enttäuscht. Ich denke, Gewalt hat noch viel mehr Facetten, viel mehr Themen, gerade Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, und die habe ich in Ihrer Rede eindeutig vermisst. Was ich auch in dem Antrag von CDU und Grünen vermisst habe, auch Armut ist eine Form von Gewalt. Kinder- und Jugendarmut schadet den Entwicklungsmöglichkeiten der Betroffenen. Sie ist als strukturelle Gewalt nur perfider, aber genauso zerstörerisch und schwer zu erkennen. Und Armut führt auch häufiger zur Situation, dass man Opfer von sexueller und anderer Gewalt wird. Und ich erwähne das ausdrücklich, weil das in der Diskussion oft viel zu kurz kommt. In Ihrem Antrag ist es nicht aufgeführt worden, so wie im ganzen Koalitionsvertrag ja das Thema Kinderarmut nicht einmal auftaucht, obwohl nach Daten des Paritätischen Gesamtverbandes inzwischen 21,9% der unter 18-Jährigen in Hessen arm sind. Ihr Antrag blendet aber nicht nur die soziale Situation vieler hessischer Kinder und Jugendlicher komplett aus. Er zeigt auch mal wieder sehr schön, wie in Hessen von schwarz-grüner Seite Politik gemacht wird. Ich sage nur das Stichwort Leuchtturmprojekte. Das kennen wir ja von irgendwoher. Ich habe nichts gegen hervorragende Einzelprojekte wie die Kinderschutzambulanz am Uniklinikum Frankfurt oder auch ihr Ziel, ein Childhood-Haus nach schwedischem Vorbild in Hessen anzusiedeln. Da wird ohne Frage sicher gute Arbeit geleistet. Das Problem bei Leuchttürmen ist allerdings, es ist ein heller Punkt und ringsherum ist es dunkel. Und ich kann Ihnen sagen, was mir die Menschen aus der praktischen Kinderschutzarbeit zurückmelden, wenn sie ihren Antrag lesen. Mit den Mitteln für solche Leuchttürme könnte die Arbeit der ebenso hervorragenden und schon etablierten Einrichtungen auf ein viel stärkeres und sicheres Niveau gehoben werden. Und hier wäre die Aufforderung, tatsächlich diese Arbeit tatsächlich richtig und finanziell ordentlich zu unterstützen. Das ist keine Neiddiskussion, das ist das Ergebnis davon, dass die kommunalisierten sozialen Hilfen in Hessen nicht dynamisiert sind und wir in der Breite des Sozialsystems ganz viel prekäre Arbeit, befristete Projekte und erzwungene Eigenanteile von Trägern haben, die die tägliche Arbeit auch stark belasten und einschränken. Und diese Grauzone im Schatten der Leuchttürme ist Ihre Verantwortung. Ich will auf ein paar Punkte Ihres Antrags noch einmal eingehen. In Punkt 2 geht es um die Landesaktionspläne. Lisa Gnadl hat sich ja da schon mit beschäftigt. Den einen Aktionsplan gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Institutionen sowie den Landesaktionsplan zur Bekämpfung häuslicher Gewalt. Ich kann mich noch gut erinnern, es war, glaube ich, meine erste oder eine der ersten Reden, die ich hier im Haus gehalten habe, im Februar 2019. Und dieser galt dem Landesaktionsplan zur Bekämpfung häuslicher Gewalt und der notwendigen Anpassung an die Bestimmungen der Istanbul-Konvention. Damals hat uns Minister Klose eine Evaluation der Landesaktionspläne versprochen. Heute, mehr als 2 Jahre später, steht dasselbe wieder in Ihrem Antrag.
Was haben Sie denn in den letzten 2 Jahren gemacht? Nein, es gab nicht nur Corona. Ne? Also, es waren nicht 2 Jahre, wir haben 1,25 Jahre Corona. Man kann sich nicht damit immer rausreden. Und auch bei Corona spielt Gewalt eine große Rolle. Schaffen Sie es endlich einmal, tatsächlich nützliche Konzepte gegen Gewalt auf den Weg zu bringen und auch für deren Umsetzung zu sorgen, meine Damen und Herren. Unter Punkt 3 Ihres Antrags thematisieren Sie im Kontext der Schulen interessanterweise nur die Speak-Studie. Kein Wort zur Kampagne Schulen gegen sexuelle Gewalt oder der seit 2017 vorliegenden Handreichung zum Umgang mit sexuellen Übergriffen im schulischen Kontext aus dem Kultusministerium. Vielleicht liegt es daran, dass die Kampagne nur sehr unzureichend mit Mitteln ausgestattet ist. So höre ich zwar, dass an jeder Schule theoretisch eine Ansprechperson für dieses Themenfeld etabliert werden soll, aber das nur sehr schleppend läuft, weil kaum Mittel für Fortbildungen da sind, keine Deputate für Beratung und so weiter. Die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, machen das sozusagen ehrenamtlich nebenbei. Wenn Frau Claus uns heute verspricht, dass das im Schulgesetz aufgenommen wird, dann wäre das tatsächlich ein Fortschritt. Ich warte auf Ihre Initiative. Nein, ich warte nicht mehr. Ich glaube, sie ist überfällig, Ihre Initiative. Ich erwarte, dass sie schnellstens erfolgt und dass auch diese Maßnahmen der Früherkennung und Prävention vom Hessischen Kultusministerium entschieden und ernsthaft genutzt werden. In Punkt 6 Ihres Antrags bin ich über diese landesweit agierende Koordinierungsstelle gestolpert. Und dann dachte ich, hoch, Sie werden doch nicht endlich die Landeskoordinierungsstelle, die durch die Istanbul-Konvention vorgeschrieben ist, einrichten. Nee, war natürlich wieder. Die Enttäuschung kam schnell auf den Fuß. Ich habe mich einmal umgehört. Es handelt sich dabei um eine Person mit 15 Arbeitsstunden, die in einem 3-jährigen Projekt ein Konzept für eine Koordinierungsstelle, von der ich jetzt noch nicht mehr weiß, was sie direkt koordinieren soll, einrichten soll, ein Konzept entwickeln soll. Das wird hier vollmundig als Koordinierungsstelle bezeichnet. Das ist in netten Worten gesagt, völlig unseriös, und es ersetzt überhaupt nicht die notwendigen Maßnahmen, die die Istanbul-Konvention von uns fordert. Und ich erwarte von dieser Landesregierung, dass sie tatsächlich hier ernsthafte Schritte unternimmt und diese Koordinierung in eine professionelle und eine ordentliche Konzeption tatsächlich umsetzt. Ich möchte mich ausdrücklich bei dem Fachberatungsnetz, das wir in Hessen haben und das sehr erfolgreich und sehr gut arbeitet und sehr wirksam arbeitet, aber trotz aller Rückschläge und aller Schwierigkeiten so arbeitet. Ich bedanke mich ausdrücklich bei diesen Kolleginnen und Kollegen. Viele Einrichtungen sind vom Kinderschutzbund und von Wildwasser, aber auch von regionalen Trägern. Und ich denke, diese Arbeit ist total wichtig und ganz wesentlich. Aber das reicht uns nicht. Das reicht überhaupt nicht, um das Problem tatsächlich zu behandeln. Es ist notwendig, tatsächlich weitere qualifizierte Beratungsstellen und Netzwerke zu schaffen gegen sexuelle Gewalt und andere Gewaltformen. Und ich weiß auch nicht, wie Sie da in Ihrem Punkt 6 dazu kamen, 52 Beratungs- und Interventionsstellen in Hessen zu finden. Ich bin beim Zählen vorhin auf 41 gekommen. Aber vielleicht, wir hatten ja heute Morgen schon öfters Zahlendiskrepanzen, vielleicht können Sie es ja anschließend noch einmal aufklären. Aber selbst das halte ich in der Fläche zu dünn. Wir haben riesige Flächenkreise in Hessen. Wenn dort wirklich nur 2 Fachberatungsstellen da sind, sind die auch überhaupt nicht in der Lage, die ganzen Fragen der Prävention, der Fachberatung von Kolleginnen und Kollegen in den Kitas und in den Schulen zu leisten und auch auf spezielle Bedürfnisse von Kindern mit Migrationshintergrund, mit Behinderung, mit Beeinträchtigung von Jungen und Männern, die in der Kindheit von Gewalt betroffen sind und so weiter. Um diese Konzepte umzusetzen, sind die überhaupt nicht in der Lage, sind völlig ausgelastet und völlig überfordert. Zweitens, der zweite Punkt wäre, die Kampagne Schulen gegen sexuelle Gewalt muss mit mehr Mitteln ausgestattet werden, damit die
tatsächlich engagierten Lehrkräfte dort auch nicht ausbrennen. Das Thema muss in den Schulen viel stärker ankommen. Wir wissen, dass in jeder Klasse mehrere Kinder sitzen, die auch sexuelle Gewalt erfahren haben. Das ist notwendig, dort etwas zu machen. Und die Schulen brauchen verpflichtende Schutzkonzepte. Und die, wie gesagt, die Fachberatungsstellen haben gar nicht die Möglichkeiten, die personellen Möglichkeiten, in allen Schulen diese Unterstützung zu leisten und die Schulen zu begleiten. Und die Schulen haben auch nicht die Möglichkeit, diese Expertise zu bezahlen. Also es ist ein Teufelskreis, den Kultus- und Sozialministerium tatsächlich. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, ich bleibe natürlich auch mal bei meiner Forderung nach einem Landesaktionsplan gegen Kinder- und Jugendarmut. Wenn jedes fünfte Kind in Hessen von Beginn keine Aussicht auf gleichberechtigte Teilhabe hat, dann ist das ein klarer Verstoß gegen die Kinderrechte. Und immerhin sind wir ja im hessischen Jahr der Kinder- und Jugendrechte. Das ist doch so richtig, sehr geehrte Vertreterinnen der hessischen Landesregierung. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank.